Ja, sehr Leute, ich bin's mal wieder, euer JP. Herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 13 Ultimate Team Pack Opening. Yo, was geht ab? Wir sehen es hier, Shop. Sechs neue Sets hier. Und zwar sind es alles Gratis-Sets, die habe ich von EA geschenkt bekommen, wie auch viele andere. Vorhin, also heute Nachmittag, wo ich geschaut habe, waren es drei. Und ich wollte bis 19 Uhr warten, weil dann hier das neue Team der Woche rausgekommen ist. Und dann wollte ich eigentlich ziehen, jetzt bin ich gerade rein in die Web-App und dann waren es auf einmal sechs. Ja. Hängen wahrscheinlich damit zusammen, dass seit Tag die EA-Server belastet sind. Die Web-App hängt sich ziemlich oft auf und ja, es gibt halt recht viele Probleme bei FIFA. Und da hat sich EA gedacht, okay, schenken wir den Kollegen halt mal hier sechs Packs. Und ich habe mir gedacht, okay, warum denn nicht? Ja? Ich werde die Dinger jetzt hier mal öffnen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Kollegen hier. Und zwar möchte ich einen Informspieler haben und der hat den Namen Ribéry. Das wäre richtig awesome, aber ich habe damit jetzt nicht so richtig Glück gehabt und ja, wäre jetzt gedacht, Porto, Auswärtstrikot, Emerson, Ilic, Pokrepniak, auf jeden Fall drei Verträge, die kann ich wegen verticken und so. Also jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber, na gut, was soll's. So, die Verträge, die tun wir erstmal weg. Die brauche ich alle nicht. Und Rest tun wir alles im Verein. Genau. Und dann geht's zum nächsten Pack. Nehmen wir mal den hier, den Kollegen. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt in diesen Free Packs hier. Weil es sind ja nur die Packs für 5000 Coins. Natürlich nichts. LF zu LRS, natürlich. Oh. Derdiok, Castro, ja, ist auch nicht so überragend. Genau, es sind ja nur die 5000er Packs, wo ein seltenes Objekt drin ist. Und nicht die 7,5er, finde ich ziemlich schade, aber ich meine, solange es kostenlos ist, soll man sich ja nicht darüber aufregen, oder? Oder? So, alles wird im Verein. Oh, habe ich schon. Tauschstapel. So. Ich nehme ihn und raus bist du. Nehme ich dich. Karim Benzema von Real Madrid. Wird er mir Glück bringen? Ich meine, man hat eh die Wahrscheinlichkeit ist eh so niedrig, weil es nur ein Zelt weg gibt. Fitness plus 30. Ja, kriege ich immer 2000 Münzen dazu, dafür. Oh, geiles Trikot von Hannover. Ja. Grün. Ein Trainer. Ja. Trikot, Montpellier. Johnson, oh ja, jetzt auch nicht so pralle, aber naja, Hauptsache es bringt ein paar Coins. Das tun wir mal verkaufen. Auch weg damit. Oh, das hier zum Verein. Dann nehmen wir dich in der Mitte. Hört sich irgendwie so komisch an. Na, ich nehme dich. Irgendwas muss doch da Gutes dabei sein. Naja, einzelnes Objekt ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß. Was haben wir hier? Kroki, was weiß ich. Ulreich, ja. Ja, nicht so überragend, aber. Ja, damit kann man schon ein paar Coins machen. So, ja, ihr seht ja oben aktuell 39.888 Coins. Mein Ziel ist jetzt erstmal so 100, 200.000 Coins zu erspielen, zu ertraden. Und da muss ich mal gucken, was ich mache, weil wenn ich mir so ein ja, Van Persie hol fürs Team oder so ein Rooney, sind die Coins ja wieder weg. Und schon wieder das Stoke City-Trikot gibt's auch gar nicht. Mann, Mann, Mann. So, was nehme ich zuerst? Okay, nehmen wir dich hier. So, auch nicht mal jetzt etwas Gutes, womit ich handeln kann, wo ich mal Coins bekomme. Oh, was haben wir hier? Milner in 4-3-3. Ja, das kann sich doch mal sehen lassen. Noch Amsterdam Arena, 3-4-3. Fitness, ja, gutes Pack, gutes Pack. Darüber kann ich jetzt mal nicht meckern und werde ich auch nicht. Scheiß Pack, nicht Spaß. Da muss ich gucken, Tauschstapel. Ja, okay, alles im Verein. Aber noch genug Platz. Für das letzte Pack und du hier bringe mir Data, dann ich Bing Bing Frieden. Okay? Spaß. Ja, mal gucken, ob ich jetzt mal meinen ersten Informspieler ziehen werde bei FIBA 13. Nicht, das haben wir hier. Alle Verletzungen, 1000 Coins, 4321. Ja, kriege ich auch ein paar Coins. Ja, ganz okay, sage ich mal. Nicht überragend, aber ganz okay. So, das tun wir auf den Tauschstapel. Data auch. Haben wir hier gezogen, Matri. Oh, gar kein schlechter Stürmer eigentlich, ne? Schnell, kopfverstärkt, 1000 Münzen, nehmen wir dankend an. Jawohl, ding, ding, Cash. So.
Und den Rest zum Verein. Alles klar. Bibabo. Jo, das war es eigentlich erst vom Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über eine positive Bewertung freuen und genauso über Kommentare, was ihr so gezogen habt.